diesem Video sprechen wir darüber, wie ihr es vermeidet, Schrottimmobilien untergejubelt zu bekommen und warum das Netzwerk so wichtig ist. Hallo und herzlich willkommen zu Baufinanzierung planen, verstehen und umsetzen. Am Ende des Videos interessiert mich natürlich, wer ist euer wertvollster Netzwerkkontakt? Schreibt es nachher unten in die Kommentare und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt es jetzt nach. Über 90% der Zuschauer sind noch keine Abonnenten. Gestern Morgen rief mich ein Kunde an, den ich vor einigen Wochen zum Thema Baufinanzierung beraten habe. Und da hat er sich daran erinnert, wenn er eine Immobilie gefunden hat, dass er mich kontaktiert und ich ihm entsprechende Experten vermittle, damit die ihm sagen können, was denn an dem Haus eventuell an Modernisierungskosten auf ihn zukommt und ob es in der Region eventuell auch irgendwelche Besonderheiten gibt. Und in diesem Ortsteil in Krefeld, wo er sich das Haus ausgesucht hat, kannte ich tatsächlich einmal den passenden Experten dazu und jemand, der ein paar Häuser direkt weiter wohnt. Und als er erstmal mit dem Modernisierungsexperten dann auch auf kurzen Wege telefoniert hat und mit ihm über die Region, also speziell über diese Straße gesprochen hat und aber auch über die Immobilie, dann wurde sehr schnell klar, dass viele Modernisierungskosten bei diesem Objekt in Zukunft anstehen, weil das Objekt war aus Ende der 70er Jahre. Es war einfach ein absoluter Modernisierungsstau vorhanden, was man auch anhand des Exposés schon sehen konnte. Jetzt hatte ich noch, wie gesagt, den anderen Kontakt, der drei Häuser weiter ein baugleiches Haus vor einigen Jahren gekauft hatte. Und er hat sich das Objekt, um das es gerade ging, auch vor einigen Monaten angeschaut und hat für dieses Objekt unter 300.000 Euro geboten. Damals wollte die irgendwie 300.000 Euro haben, die Eigentümerin. Er wollte das nicht bezahlen. Und aktuell wird das von dem Immobilienmakler für 359.000 Euro angeboten. Und da seht ihr es, wie wichtig das persönliche Netzwerk ist, dass ihr nicht einfach mit der rosaroten Brille loslauft und die Immobilie kaufen wollt, sondern dass ihr genau schaut, wen kennt ihr, mit wem könnt ihr eventuell in die Immobilie reingehen, damit ihr auch wisst, dass ihr nicht nur die Anschaffungskosten der Immobilie habt, in diesem Beispiel zum Beispiel 359.000 Euro, sondern auch die Nebenkosten der Immobilie und die Modernisierungskosten mit einkalkuliert. Dann hatte ich gestern noch einen weiteren Kontakt mit einem Immobilieninvestor aus Süddeutschland, der gerade hier zwei Immobilien gefunden hat, einmal in Ratingen und einmal in Wuppertal, und er suchte einen Ortskundigen und da hat er mich zufälligerweise auch jetzt hier über den YouTube-Kanal gefunden und auch ihm habe ich jetzt einen Bausachverständigen empfohlen, der sich die Immobilien am besten mal vor Ort anschaut, damit er weiß, was kauft er denn da überhaupt. Ich habe mir die eine Immobilie, die jetzt in Ratingen speziell ist, mal angeschaut und die Immobilie, die liegt genau in der Einflugschneise von dem Düsseldorfer Flughafen. Es kann natürlich sein, dass der Kunde sagt, okay, das ist aber trotzdem meine Lage, aber vielleicht weiß er das auch nicht und dementsprechend habe ich ihm diesen Kontakt vermittelt, damit er einfach auch schauen kann, ob sich diese Invests überhaupt für ihn lohnen. Also egal, ob ihr vor Ort seid oder nicht vor Ort seid, baut euch die entsprechenden Experten auf, damit ihr wisst, wofür ihr euer Geld auch investiert. Was ist euer wertvollster Netzwerkkontakt? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Video.